Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier den LSFM Big Pack Pack. Da könnt ihr Sachen mit abfüllen, um die ganzen Sachen von diesem Pack praktisch zugleich auf einen Blick zu haben. Empfiehlt sich, wenn er bei P auf hier runter geht und hier bei Mods und DLCs reingeht, dann taucht der Mod auf. Der Mod ist übrigens in der Version 1.0 und 11 Megabyte, knapp 12 Megabyte groß, genau. Wie gesagt, da geht er rein und dann könnt ihr hier praktisch das hier auswählen. Die Sachen gibt es allerdings auch einzeln dann in jeweilige Kategorie, aber bevor ihr das lang suchen müsst, dachte ich mir, mache es doch uns einfach und mach es gleich so. So, das Gerät selber, ich packe es zum Abfüllen, hier schmeißt praktisch oben was rein, unten macht er dann solche Säcke. Wir gucken es uns aber auch gleich mal genauer nochmal an. Das Gerät selber hat einen 8000 Liter Tank oben und kostet 2.500. Dann habt ihr noch so ein Teil zum Hebewerkzeug, dass ihr die Säcke auch rausbekommt. Und hier könnt ihr noch einzelne Säcke praktisch kaufen für Hühnerfutter, Mineraldünger, Mischfutter, Pferdefutter, Kalk, Schweinefutter, Big Bag und Streusalz Big Bag, genauso wie Saatgut Big Bag. So, die drei Sachen gibt es, sind jeweils solche Säcke. Wir gucken es uns aber auch gleich nochmal genauer an, weil die Schrift ist ziemlich deutlich darauf zu erkennen. Und ja, ihr seht selber, das sind alles 2000 Liter Säcke hier. Genau. So, gehen wir mal raus hier. So, das sind die Säcke hier. Ja, muss man schon sagen, ziemlich gut beschriftet hier alles. Ja, das ist der Düngesack, das ist der Mischfuttersack. Und das Pferdefutter, hier haben wir den Kalk, da haben wir den Schweinefutter, das Schweinefutter, Streusalz und hier haben wir dann noch das Saatgut. So, das ist das Teil, da könnt ihr dann auch einsteigen in das Gerät sozusagen mit E. Und jetzt sind wir praktisch im Gerät drin, können wir uns ein bisschen genauer angucken, hier oben steht es. Das Gerät ist relativ schwer. Ich habe was von 8 Tonnen gelesen. Ihr könnt es praktisch nicht einfach so nehmen. Das funktioniert nicht. Ich kann es hier zwar mit starker Power durch die Gegend schleppen, aber ja. Ne? Ich habe ein bisschen rumexperimentiert und habe dann herausgefunden, dass es hier mit einem Radlader funktioniert. War ich jetzt richtig? Ich glaube, es war Radlager. Ich bin ein bisschen... Teleskoplager, Entschuldigung. Mein Vater einfach hier auf die Seite hin. Macht am besten hier ein bisschen die Stange noch ein bisschen weiter raus, weil es könnte nämlich sein, dass er gleich durch die Gegend fliegt. Und dann könnt ihr hier ankuppeln. Na, das heißt relativ gut aus. Vorher flog ich ein bisschen durch die Gegend. Na, und dann könnt ihr es auch transportieren, die Sache. Sieht zwar ein bisschen unrealistisch aus, aber ja. Egal. So. Abstellen. Loslassen. Fertig. So. Als nächstes kann ich euch sagen, wenn ihr versucht mit einem normalen hier Frontlader und einer Schaufel da reinzukriegen, ihr seid zu klein. Häckchen nimmt den größten Arm vom Frontlader, dann könnte es vielleicht funktionieren. Habe ich jetzt aber nicht getestet. Also im normalen hier, diesen kleinen hier, das funktioniert auf keinen Fall. Das Einzige, was funktioniert, ist das Hebewerkzeug, was dabei ist. Da könnt ihr praktisch das auch hier hinmachen, einen Frontlader, und dann könnt ihr es gerade noch so oben drüben. Ich zeige es euch nachher auch gleich noch, wie es funktioniert. Ich mache es jetzt einfach mal hier mit diesem hier und einer Schaufel praktisch. Und dann geht es eigentlich recht gut. Auch wenn es auch schon ein bisschen unglaubwürdig aussieht hier. Ja. Dann geht es auf jeden Fall. Ja, ihr könnt es da oben reinschmeißen. Da kommt er auch super drüber. Reinkippen. Ja, passt da ohne Probleme rein. Reinkippen hier. Und dann geht er hier hin. Hüpft in den Dinger. Ihr seht jetzt auch hier, wie viel drin ist auf der Digitalanzeige. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Wenn nicht, ja, ihr seht es hier. Ja. Was jetzt drin ist, 2.500 Liter. Das funktioniert soweit. Das ist jetzt Saatgut, glaube ich, war es. Genau. Und jetzt können wir praktisch Palettenherstellung. Oben steht es Palettenherstellung anschalten. Machen wir einfach mal. Und dann kommt der Sack.
Der wird dann so ganz langsam größer hier unten, und wenn er voll ist, also sprich, wenn das Maximum erreicht ist, ist er fertig. Ja, kann man wieder aussteigen. Okay, wir können wieder hier reinsteigen. Und jetzt können wir mit diesem Werkzeug, das ja auch dabei ist, dieses gerade dieses orangene Werkzeug hier, ist jetzt einfach mal schon den Sack hier auf die Seite hier. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Okay. Und dann können wir jetzt hier praktisch drunter fahren. Und wie gesagt, diese Klammer hier ist dabei bei dem Pack. Ne? So, können wir jetzt hier runterfahren. Da ich euch aber auch einen relativ guten Traktor, also nicht unbedingt einen kleinsten Traktor empfehlen, weil ein gewisses Gewicht ist hier auch dran. Ne? So, jetzt könnt ihr das praktisch hin und her fahren, wo ihr wollt. Das Gerät selber fängt jetzt wieder an zu füllen, bis es leer ist. Ne? Jetzt ist das Ding... Der Trichter oben ist leer, aber der Sack ist noch nicht ganz voll. Genau, jetzt müsste man wieder oben was reinschmeißen, sozusagen. Ich weiß es allerdings nicht, ob ich ihn jetzt... ...noch schon nehmen kann, auch wenn er so fast ganz leer ist. Oder nur minimal gefüllt ist. Kann man mal probieren. Ne, da lässt er mich jetzt gar nicht... Ah, doch, Moment. Ja, das habe ich jetzt nämlich nicht probiert, bevor die Frage aufkommt. Na, ihr seht selber, es würde theoretisch funktionieren. Ihr könnt den Sack mitnehmen, auch wenn er nur halb voll ist. Ne? Das funktioniert also auch. Man sieht ja, dass der Sack relativ leer ist. So, was ich jetzt vorher sagen wollte noch, ihr könnt zur Not die Säcke hier auch reinfüllen. Ja, komisch ging das jetzt vorher, aber... Beim Testen ging es vorhin. Genau, und so hier nach oben. Und dann, naja, es leert sich dann. Der Sack öffnet sich unten. Und dann füllt sich der Trichter auch wieder auf. Und der Sack wird jetzt leerer, ihr seht es selber. Ne? Wenn er dann leer ist, dann verschwindet er. Genau. Ja, das ist eigentlich alles. Und jetzt könnte man ja auch wieder den Sack wieder füllen unten. Ja. So wie dazu. Wir können jetzt da alles Mögliche abfüllen mit. Und ja, Fehler hat das Teil nicht, kommt vom Farmer Andy, denn die Dinger sind meistens dann auch und so gut wie immer, mehr oder weniger, ja doch, schon recht zuverlässig, dass sie keine Fehler haben. Das passt soweit hier, genau, und ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo nicht vergessen, und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis denne, macht's gut und ciao.